Ja, Mahlzeit. Bisschen moin. Es geht mal wieder um Zoll. Ich habe jetzt einen Schwader dran. Und fahre jetzt zum ersten Kunden. Bin heute hier aber nur kurz mit unterwegs. Also ich bin jetzt mit einem Klaas Agion 420 unterwegs. Und einem Klaas Liner Schwader. Kennt ihr ja schon aus den anderen Videos. Ich habe den gerade verstellt. Bin jetzt auch nur kurz hier unterwegs, weil ich nachher noch woanders hin muss zum Heu machen. Ja, muss ich dann ausschwaden, aber mit New Holland und einem Einkreisel. Jetzt kommt gerade der Postbote. Ah, jetzt ist der Postbote weg. Ja, mal gucken, wie das heute alles so wird. Ja, ich halte euch auf jeden Fall wie immer auf den Laufenden. Und dann sag ich mal bis später. So, ich bin auf dem Weg nach dem Kunden oder zum Kunden. Ja, ich wollte euch nochmal Bescheid geben und mich einfach mal hier über diese Strecke aufregen. Also fahre diese Strecke jetzt schon seit ein paar Jahren. Aber jedes Jahr wird sie schlimmer. Also hier ist eine Kiste, könnt ihr euch nicht vorstellen. Also da fragt man sich doch echt, wo gehen die Gelder hin, ne? Also für Straßen etc. Weil hier auf jeden Fall nicht. Hier ist so eine Brücke, ja, die musst du auf jeden Fall mit dem Trecker und Schwader auf der anderen Straßenbahn nehmen. Und ansonsten legst du das Ding auf die Seite, weil die auf der einen Seite durch den Naturschutzbach irgendwie so extrem abfällt. Ja, auf jeden Fall ist das hier echt... also hier macht Treckerfahren echt keinen Spaß. Das ist einfach so. Ja, eng, das geht ja nur, das kennen wir ja. Ecke schneiden könnte man ja auch mal. Aber, ja, Straßen total im Arsch, Gullideckel nicht abgesägen, Schlaglöcher, also... Das ist alles andere wie schön. Jetzt ist hier noch eine Baustelle oder was? Ja, wie Gott. Nee, das ist schon ziemlich ungeil, muss ich wirklich sagen. Und ich muss jetzt so 2,5-3 Kilometer auf dieser Humpelpiste verbringen. Ihr seht wahrscheinlich, wie ich am Springen bin auf dem Sitz. Und ja. Aber für die Bauchmuskeln ist das optimal. Also hast du dann aber auch schon. Ich melde mich auf jeden Fall gleich. Ich muss gleich mal gucken, ob ich die Einfahrt überhaupt finde zum Kunden aufs Stück. Weil, ja, weil ich jetzt auch den Stück, weiß ich gar nicht, ob ich da überhaupt schon mal war. Ja. Ah, Lenkung-Bio. Ich werde mich auf jeden Fall melden, sobald es was Neues gibt. Bis später. So, ich bin jetzt mehr oder weniger am Ziel angekommen. Ich muss jetzt nur noch mal die Feldeinfahrt finden. Ich meine, die wäre da vorne gleich irgendwo. Ja. Schöne Gegend hier oben auf jeden Fall. Wir haben es heute auch richtig warm, also keine Ahnung. Ich habe kein Thermometer auf dem Trecker. Aber ich tippe mal... Das ist schon um die 25, 26 werden wir haben und der soll heute bis 32 raufgehen. Ja, da bin ich schon echt mal gespannt. Das Faszinierende ist einfach, der Feldweg hier ist besser wie die Straße unten. Das soll schon echt was heißen. Aber naja. Seekrater und auch noch ein Stück, ich weiß gar nicht, ob die beiden zusammengehören. Muss ich gleich mal telefonieren und fragen. Das ist nämlich... Ja. Ja, ich glaube schon. Oder? Ich weiß es nicht. Ich muss gleich mal anrufen und fragen. Da ist ja keine Abgrenzung, da ist eine Böschung drin. Ja, ich denke schon, dass die beiden Stücke irgendwie zusammengehören werden. Boah. Ah, hier ist die Einfahrt.
zwei Steile einfach optimal mit dem Schwader. Unterfahrschutz? Ja. Ach nee, die werden zusammengehören. Der Kunde hat hier schon mal ausgefunden, wie der Schwader zu sich aussieht. Boah, der Schwader ist auch am Schwanken, ey. Leco mio. Was ist das hier? Ja, das sollte passen. Das sollte passen. Ja, perfekto, perfekto. Ah, da unten sind die Heckrinder oder was auch immer. Ja, auf jeden Fall geht's jetzt los. Ja, die Fläche gehört zusammen. Alles klar, dann sag ich mal bis später. Ja, ich bin jetzt schon eine Weile hier auf dem Stück. Schon ein paar Lines geformt. Ist gut Butter drauf, ist auch gut trocken. Ja, werden ein paar Ballen auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, ich muss gleich noch woanders hin zum Schwaden mit einem anderen Trecker. Aber das seht ihr dann auch. Bis später. So, ich hoffe, man versteht mich, ist sehr windig. Meine Ablöse ist jetzt da. Ja, ich fahre jetzt weiter. Wie gesagt, auch noch Schwaden, aber mit einem anderen Trecker, anderen Schwader. Ja, ist jetzt nochmal so ein halbes Stündchen Fahrt. Und dann bin ich da. Dann sage ich mal, bis später. So, Freunde, ich sitze jetzt auf New Holland TN75. Kennt ihr auch schon aus dem Video. Ich habe den Einkreisenschwader dahinter. Und fahre jetzt damit auf einer anderen Fläche, wo du mit dem Doppelschwader, ja, kannst du auch, aber mit einem Einkreiselschwader ist das schöner, weil wir auch mit einer anderen Presse pressen. Und das halt ziemlich steil ist. Und ja, dafür ist der New Holland optimal. Der ist schön tief. Hab den Tunnel. Dadurch ist er ein bisschen tiefer noch und steht am Hang halt super. Deckler ist auch davon mal ab, aber wir nehmen den New Holland dafür und ja, wie gesagt, ist halt auch ein anderer Hof. Ne? Auf jeden Fall mache ich mich jetzt auf dem Weg zum Schlag und dann folgt weiteres. Bis später!
ich hoffe, man versteht mich. Ist natürlich ein bisschen lauter wie auf dem Platz. Wir sind hier so, oder ist hier schon meine Bahn. Die Presse ist auch schon zugange. André ist wieder auf der Presse. Muss jetzt auch schon zweimal eingreifen, dass die Bahn noch da bleiben und nicht wegrollen. Hier an dem Stück hast du halt den Nachteil, wenn sie wegrollen, rollen sie auf die Straße. Und das ist natürlich unschön. Beziehungsweise rollen dann halt auch richtig mit Schwung auf die Straße. Und nicht so leicht, weil hier ist es noch richtig abschüssig. Und das wollen wir natürlich nicht. Deswegen wird jeder Ball, weil die Ballen fliegen, also wir legen die eigentlich ganz schnell ab, wo sie nicht wollen. Aber wer schon mal Rundfahren gemacht hat, der weiß, dass die manchmal doch ein bisschen eigen sind. Deswegen wird immer mit einem Auge darauf geachtet, dass die Ballen ja, nicht abhauen. Dann kannst du lieber mal eben mit dem Frontal dahinter fahren, packst du die, stellst sie auf die Kante, dass sie nicht wegrollen. So viel Zeit haben wir und ist halt auch wichtig, dass wir diese Zeit dann auch nutzen dafür. Nicht, dass noch mal irgendwas passiert. Wollen wir natürlich auch nicht. Deswegen da lieber Safety first. Ja, ich drehe jetzt noch ein paar Runden und dann geht's gleich ans Ballenladen. Bis später. Steht an. Ich begebe mich jetzt auf den Renault und presse. Da oben ist der New Holland mit einem Ballenwagen. Aber ich bin jetzt auf die Presse. Ja. Ist noch mein Rucksack dabei? Ja, dann sag ich mal, bis gleich. Ja, Mahlzeit! Ich sitze jetzt wie erwähnt auf dem Tränker für die Presse. Renault Arex 556. Womit wir es aufs nächste Feld übersetzen. Wo es halt auch nochmal 20-30 Ballen geben wird. Und dann sind wir auch durch für heute. Also ich schätze mal, dass wir so 18 Uhr mit Ballenfahren Feierabend anfallen können. Ja. Irgendwie sowas um den Dreh. Ja, wer
Wetter ist heute echt Wahnsinn. Also wir haben, hier habe ich auch kein Thermometer drauf, aber man mindestens 20 Grad, ja ne, 20 auf jeden Fall. 28, 29 werden wir haben. Ich habe eine sehr dumme Stelle, um hier auf die Straße zu kommen. Gerade jetzt muss man immer mal auf Motorradfahrer achten. Der Spiegel hängt ja auch super suboptimal. Und ich muss beim Rausfahren eigentlich schon auf beide Spuren. Weil sonst komme ich mit der Presse zu nah. War jetzt klappt. Gut verschaltet. Jetzt ist aber alles im Grünbereich. Blick aus. Jetzt klappt alles. Gut verschaltet. Aber jetzt bin ich wieder auf dem Damm. Und ja, ich melde mich später. Bis später. Ja, Mahlzeit. Wir sind jetzt, ja, was heißt fertig, die haben noch zu gackeln, aber ich fahre heute Abend noch nach Köln. Von daher habe ich jetzt Feierabend gemacht, wir sind aber auch mit Pressen durch. Da ist jetzt aber auch nichts mehr Spannendes passiert, was ich heute irgendwie berichten könnte. Ich fahre auf jeden Fall den Trecker weg und mein Auto. Ja, und dann geht's nach Kolonia. Und ich glaube, wir haben jetzt irgendwas um die 40, 45 Ballen gemacht. Aber die werden auch noch alles vom Hof geholt. Also die anderen jetzt mit beschäftigt. Ja. Was gibt's noch zu sagen? Genau. Justin, Grüße gehen raus. Ich habe gesagt, ich erwähne dich. Habe ich hiermit getan. Ansonsten, ja, gibt es an meiner Seite den Sachen. Ich würde sagen, morgen soll das Wetter noch mal gut werden. Also wir sollen morgen auch noch mal 32 Grad bekommen, abends Gewitter. Mal schauen. Vielleicht geht es noch mal Talsperre mit dem Stand abpaddeln. Gucken, vielleicht mache ich davon noch ein Video oder nicht. Ja, ansonsten bleibt sauber. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Okay, es wird Dienstag ausgestrahlt. Trotzdem schönes Wochenende im Voraus. Ja, schlaf gut und so. Wer noch nicht abonniert hat, lasst gerne ein Abo da. Aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Und natürlich den Daumen nach oben, ne?